Ja, ich hab's rausgefunden. Ich weiß jetzt, wie ich wieder an Bord meines Schiffes komme. Na komm, mein lieber Blau-Krallenaffe. Jetzt muss ich nur noch finden. Wir erinnern uns, wir haben öfters mal Ruderboote gefunden. Und mit diesem Ruderboot scheinen wir auch zurück zu können. Ja, scheinen wir auch zurück zu können. Da haben wir eins, wunderbar. Ja. Ja, peinlich, peinlich, aber egal. Ruderboot. Ich möchte zurück zum Schiff. Dankeschön. Das heißt, wir kommen hier auch wieder weg. Juhu! Neuer Kurs. Aye, aye, Captain. Wohin wollte ich jetzt? Ich wollte nach Takarigua, glaube ich. Ja, aber wegen was anderem, genau. Ich möchte da tatsächlich hin, ja. Ja, bitte. Dankeschön. Takarigua. Der Punkt ist nämlich, ich möchte hier in eine bestimmte Höhle. Lass mich raten, es ist wahrscheinlich jetzt alles wieder gespawnt. Oh, Wasserträger, die könnten mir eigentlich gleich mal Wasser liefern, aber na gut, dazu später. Ich möchte gerne... Ich glaube, hier oben war das irgendwo. Eieiei, wenn ich noch genau wusste, wo das wäre. Vaskos Turm. Ich glaube, ich habe dies mittlerweile schon teilweise echt ein bisschen verdrängt, muss ich sagen. Nee, Vaskos Turm ist richtig. Genau, genau, genau. Ich erinnere mich wieder an... Ja, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo... Okay. Alles ist gut. Es ist ein bisschen dunkel hier. Aber okay. Ich weiß nicht, ob die Gegner hier gespawnt sind oder noch nicht. Ich sehe gerade keine. Habe ich Patty dabei? Ich habe nicht Patty dabei. Jetzt bin ich... Ja, das ist super. Sind wir hier richtig? Ja, das ist die Höhle. Die Höhle mit der Grabspinne. Die Höhle mit der Grabspinne, der ich kaum was abziehe. Aber solange ich hier etwas abziehe, ist eigentlich alles okay. Put, put, put. Hier kriegst du die Kugeln. Ja, so ist ja alles. So ist kein Problem. Wunderbar. Wunderschön. Ein Goldkopf erhalten. Okay. Pokopilz. Mein Pokopilz. Wir speichern hier mal eben. Kommen wir jetzt hier rein? Fassung. Kommen wir da jetzt diesen Goldkopf rein? Ballern? Ja, tatsächlich. Oho. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwarten wird. Außer Ratten. Ah, natürlich. Wir erinnern uns, diese Krieger sind behindert. Die schalte ich lieber mit meiner Muskete aus. Anstatt da irgendwie dumm im Nahkampf rumzugammeln. Ich frage mich, warum hier gerade Krieger sind. Das ist eigentlich verwunderlich. Hallo, wo ist der Krieger? Er liegt hier, aber ich kann nichts aufheben. Okay. Das ist eine Ratte. Noch eine Ratte. So, jetzt die Frage. Kann irgendwie mit meinem Affen irgendwie Äffchen. Okay, ich muss Hallöchen. Okay. Holy crap, was bist du?
Ist das geil! Ich klaue ihm einfach alles. Eiskalt. Aber kann ich hier auch irgendwie hin? Tatsächlich, kann ich sogar. Also, ich habe meinen Affen auch wieder. Ich speichere mal eben, bevor ich jetzt... Ich habe ja jetzt schon alles geklaut. Ich möchte nur wissen, was es mit diesem komischen Riesenvieh auf sich hat. Den Wächter. Ach, Wächter hatten wir doch schon. Wow, der ist schnell. Kritischer Treffer. Wow! Natürlich! Ich hab vergessen, dass es sowas geht. Gibt. Scheiße. Ja. Der war schlau. Ich weiß. Okay. Ich möchte das Ganze trotzdem noch einmal machen. Ich möchte diesen Wächter gerne tot sehen. Hallöchen! Hallöchen! Hi! Ah, jetzt kommst du. Ich hatte zwei Crits, jetzt kann mehr... Oh, knapp. Der war doof. Danke. Und eine Keule erhalten. Okay. So, und hier, ich nehme an, wir haben tatsächlich hier alles schon ausgeräumt. Mit unserem lieben Affen, wir hätten das halt wirklich sparen können. Aber ich habe mir das ein bisschen Ruhm noch geholt. Ich meine, Ruhm können wir ja irgendwie doch immer gebrauchen. Und hier haben wir jetzt einen Leertastenfall. Der, naja. Ein Leertastenfall halt. So, haben wir jetzt noch hier irgendwas? Oder geht es einfach wirklich nur irgendwie auf der anderen Seite hier raus? Erzader. Erzader ist doch immer mal wieder nett. Mir wieder etwas Gold. Und es ist hier stockdunkel, ich sehe nichts. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hm, genau. Was ist das hier für eine Ruine? Ist direkt vor mir. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal war. Muss ich gewesen sein, klar, ja, ja, sicher. Ich muss da ja gewesen sein. Aber ich sehe gerade echt so gut wie nichts. Warte mal, hier fällt ein Weg runter. Oder auch nicht. Ich bilde mir das eventuell auch nur ein hier in der Dunkelheit. Okay, nein, hier führt kein Weg runter. Wir speichern nochmal eben, damit wir hier wegkommen, falls wir jetzt sterben, wenn wir runter rutschen. Ja, hier waren wir schon, habe ich mir gedacht. Dann verschwinden wir wieder. Halt, Piratennest oder? Puerto, ich weiß nicht gerade, ich weiß gerade nicht, wo mein Schiff liegt. Mein Schiff liegt hier. Patty, bist du an Bord? Ja, wunderbar. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ja. Wo machen wir jetzt weiter? Ich weiß nicht, wie ich ans Wasser komme.
Theoretisch müssen wir hier irgendwie in Antigua ans Wasser kommen. Mehr, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich ans Wasser komme. Ich habe alles bis aufs Wasser. Wie komme ich ans Wasser? Okay. Muss ich mit dem Admiral reden. Also hier in der Kneipe kriegen wir es ja eben nicht. Genau das ist mein Problem. Wie komme ich an Wasser? Kistenschiff. Es kommen keine Waren mehr aus Tagarigua. Hast du nichts zu tun? Und jetzt kann man nicht mal mehr zu den eigenen Händlern. Ei, letztens wollte ich bei Wilson... Und? Okay, schade. Ich dachte, die erzählt uns was über ihre Liebschaften mit dem Typen. Nee. Von dem kriege ich auch keine Informationen über Wasser. Ja. Wo kriege ich Wasser? Das hier sieht interessant aus, by the way. Aber trotzdem weiß ich noch nicht, wie ich an Wasser komme. Ich glaube, hier den Strand hier hinten haben wir noch nicht sonderlich gut erkundet. Kann das sein? Ansonsten wäre mir dieses Ding da hinten aufgefallen. Ach, ich habe Patty nicht bei mir, ne? Na, natürlich nicht. So. Hier kriegen wir auch locker alleine hin. Eine leere Kiste, hier waren wir anscheinend doch schon. Und das war die Höhle mit dem Klabauter, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Das bedeutet aber... Ach, und da oben, wenn das die Höhle des Klabauters ist, dann ist es das, wo wir hier rüber gejumpt sind. Und ja, genau. Wir sind hier rüber gejumpt und ich habe Patty verloren, weil Patty mich irgendwie verarschen wollte. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin meineswegs. Joa. Ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wohin für das Wasser. Und mit... Warte mal, ich möchte nur mit Mac sprechen. Es geht um diesen Wasserfall. Wo bist du? Achso, apropos, ich könnte jetzt eigentlich die Kiste... Ach ja, ich komme nur auf 80 hoch. Ich erinnere mich, da war was. Scheiße. Hast du noch was für mich, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir noch einiges erzählen. Über Mara. Nee. Aber ich bin vom Erzählen. Du könntest mir einen Gefallen tun, um das zu ändern. Wieso hast du das nicht gleich gesagt? Du hast nicht danach gefragt. Gut, was soll ich für dich tun? Der Lagermeister Rick wollte mir ein Päckchen bringen und hat es wohl vergessen. Er ist ein guter Junge, aber ein wenig schusselig. Geh zu ihm und hol das Päckchen. Ich werde inzwischen ein wenig ausruhen und meine alten Knochen schonen. Na schön, ich hoffe, deine Geschichten sind es wert. Okay. Machen wir das mal eben schnell. Ich meine, so lange dürfte das nicht dauern. Ei, letztens wollte ich bei Wilson Kanonen... Was ist mit Wilson Kanone, bla bla bla? Ricky Picky, warum war ich denn? Da haben wir Rick. Mit Sicherheit wieder irgendein Problem. Der alte Mac wartet auf seine Lieferung. Ach ja, ich habe ihn total vergessen. Ich werde die Sache sofort erledigen. Lass mal gut sein, ich mach das schon. Wirklich? Das ist nett, Sir. Hier sind seine wöchentlichen Rationen. Und sag ihm, es wird nicht wieder vorkommen. Mach ich. Was wirst du als nächstes tun? Ich weiß es noch nicht genau. Das ist alles so aufregend. Ich glaube, erst einmal werde ich mich auf meine Schatzsuche vorbereiten. In ein paar Tagen breche ich dann auf und werde dieses Drecksnest weit hinter mir lassen. Pass auf, Piratenwelt! Hier kommt Captain Rick! Oh Gott, du hast Probleme. Egal. Ich werde deine Probleme ganz sicher nicht aufhalten. Wir haben aber hier noch... Mir fällt gerade auf... Wir hatten doch noch irgendwo irgendwie eine Schatzkarte, oder nicht? Hm.
Bei Garcias Schatz, genau. Eieiei. Okay. Auf zu Mac. Eventuell sagt er mir was über ein Losungswort. Ich weiß nicht, wo ich ansonsten ein Losungswort hernehmen soll. Hier, hast du dein Päckchen. Rick hat dich tatsächlich vergessen. Es soll nicht wieder vorkommen. Ja, sei es drum. Danke für deine Mühe. Was ist nun mit den Geschichten? Ach ja, wo waren wir stehen geblieben? Kapitän Nomara. Wieso gehst du nicht in die Stadt und erzählst dort deine Geschichten? Für mich ist die Stadt mittlerweile etwas zu hektisch geworden. Früher, als ich noch ein junger Pirat war, habe ich viele Abenteuer erlebt. Aber ich bin alt geworden und ein wenig Ruhe tut mir ganz gut. Ja, ich sehe ein Problem. Ich weiß nicht, wie wir in diesen Wasserfall reinkommen. Und ich weiß nicht, wo wir das Wasser hernehmen sollen. Das ist, glaube ich, mein primäres Problem. Letztens wollte ich bei Wilson Kanonenfutter holen, aber der Sack hält sich strikt an. So, wo kriege ich Wasser her? Ist hier irgendwo noch jemand, den ich nicht kenne? Theoretisch hätte ich ja gesagt, der Barmann. Oder einer geht noch. Einer geht noch rein. Aber es scheint ja nicht zu stimmen. Und deswegen bin ich verwirrt. Da ist eine Kiste. Ja. So spannend ist da jetzt nicht drin, aber was soll man tun? Entweder du wirst von irgendeinem Monster gefressen, oder sie werfen dich über die Planke wie Jones. Was ist mit ihm passiert? Hat er wohl eine große... Ich habe hier aber auch noch nie jemanden über Wasser reden hören. Also okay, den Fisch, den habe ich ja auch nur zufällig hier hinten gefunden. Aber... Wo kommen denn die Kistenschlepper immer her? Was ist denn hier am Strand? Waren wir hier schon? Ich glaube schon. Oder doch nicht? Nee, ganz anscheinend noch nicht. Ja, ich hab's verstanden. Hallo. Danke dafür. Ihr lasst meinen Proviant wieder schwinden. Und hier waren wir tatsächlich noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier in Wasser kommen, oder doch? Bestimmt, wir kommen jetzt hier in Wasser. Hallo, Wasserlieferant. Krabbe. Ja, fast. Das müsste eigentlich reichen, um den zu töten. Ein Schuss reicht meistens schon. Jo, hier gibt's Pflanze und noch eine Pflanze. Und das war's dann auch schon wieder. Oder ist hier eine kleine Höhle? Nee, eine Höhle. Nee, Hallöchen.